Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde, Mordors Schatten. Wir befinden uns hier noch an der gleichen Position. Hier, wo wir gerade Redback in der letzten Folge zu seiner Beförderung verholfen haben. Und hier vorne gibt es irgendwo Informationen direkt. Oh. Den will ich fangen. Na, komm her. Nochmal. Verhören. Und Informationen sammeln. Der ist sogar schon eine Reihe dahinter. Ein Elite-Hauptmann ist das sogar schon. Und das hier sind Hauptmänner und... Das sind auch Hauptmänner, okay. Aber die haben... Der hat mehr Macht, dann schauen wir mal, wie es bei dem ausschaut. So, ein neuer Hauptmann. Skarkuga, der Abhäuter. Ist voll des Stolzes auf seine liebsten Folterhaken. Okay. Mann, der sieht ja auch aus. So, war das unsere Informationsquelle? Scheinbar nicht. Da ist unsere Informationsquelle. Informationen verraten dir die Stärken und Schwächen eines Hauptmanns. Bekannte Schwächen kannst du ausnutzen, um deinen Hauptmann leichter zu besiegen. Eine Anfälligkeit ermöglicht es, mit einer bestimmten Kampfstrategie einen Hauptmann mit nur einem Hieb zu töten. Wenn ein Hauptmann beispielsweise anfällig für Schleichangriffe ist, bietet sich diese Angriffsart an, um ihn zu töten. So, dann nehmen wir gleich mal ihn hier neben. Ronk, der Sippenschlechter. Begierig darauf, einen Feind in einem Augenblick der Schwäche niederzustrecken. Anfällig für Kampftodesstöße und Anfälligkeit für Fernkampfangriffe. Hasst Niederlagen und flammende Waffe, brennende Waffen erzielt höheren Schaden. Okay. Ich kann hier sogar den guten drehen. Aber er ist jetzt nicht unbedingt so die größte Schönheit, dass man das lange machen muss. Wir können noch ein bisschen rausscrollen. Alles klar, zurück. Gut. Vielen Dank für diese Info. Und wir können ja auf so einem Karok reiten. Hier wäre einer. Da ist auch einer. Einführung ausweichen, das kennen wir schon. Ich will aber aufsatteln. Ich will da drauf. Ich will da rauf auf den. Ich will mit dem reiten. Ja, hier ist der Waldläufer, genau. Schönen Gruß auch. Ach, du kannst ruhig Alarm schlagen. Ich hau ja sowieso schon ab. Den Pfeil nehmen wir mal mit. Oh, jetzt hat er Alarm geschlagen. Aber ich bin doch sowieso schon am Abdampfen. Oh Mann, da läuft mir aber noch eine ganz schöne Horde hinterher. So. Und jetzt? Was tut ihr jetzt? Zack. Sicher. Alles klar, wir laufen mal hier hin. Ich will jetzt aus dem Ding reiten. Wie mache ich das? Müssen wir uns gleich nochmal nachlegen. Ich habe doch Leertaste gedrückt.
Oh, ich stelle mich auch nass an. Ah. Nee, da müssen wir nochmal gucken, wie ich da... Ja, genau. Mampf mich auf. Mampf mich auf. Dadurch, dass ich gestorben bin, wurden jetzt die neue Hauptmänner befördert. Okay. Interessant. Einige Hauptmänner sind im stetigen Machtkampf verwickelt, um ihren Einfluss zu mehren oder ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Diese Aufträge bieten dir gute Gelegenheit, um den Hauptmann, den du suchst, in einer angreifbaren Position vorzufinden. Wenn du nicht einschreitest, werden diese Hauptmänner ihren Kampf nach einiger Zeit zu Ende bringen. Wer den Machtkampf gewinnt, gewinnt auch an Macht hinzu. Jo. Okay, aber... Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Okay. Dann wissen wir das auch schon mal. Aber wie ich jetzt so einen Karagor reite, das würde mich ja trotzdem interessieren. Drücke Link STRG, um von oben auf einem Karagor aufzusitzen. Alles klar. Gut, dann suchen wir uns mal ein, wo wir von oben aufsitzen können. Ach, hier diesen Felsen kann man nicht hochkrabbeln, okay. Da vorne ist einer. So. Oh, nee, du bist... Du bist gar kein Karagor. Nee, da hauen wir lieber erstmal ab. Mach's gut. Oh, der Regen hat gerade zu leichtem Ruckler geführt, hier habe ich das Gefühl. So, hau ab, kleiner Freund. Der Sklave. So. So. Haha. Okay. Einführung, Karagor beherrschen. Bewege das Symbol, die Maus, in den Kreis hinein und drücke die angezeigte Taste. Einführung, Karagor-Angriffe. Auf dem Rücken eines Karagors. Drücke zum Angreifen die Schlagtaste, jo, schlägt Feinde nieder. Drücke zum Beißen die Verteidigungstaste, tötet niedergeschlagene oder unachtsame Feinde und gewinnt Gesundheit zurück. Wenn ich die Blockentaste gedrückt halte, komme ich in den Fernkampfmodus. Shift plus Antippen der Schlagtaste, um einen Angriff von oben auszuführen. Dabei steigst du ab. Boah. Moment! Ich rieche etwas! Na fress. So, wir können aber auch mal schießen von hier oben. So, können wir den jetzt aufessen? Nee, aufessen. Ah, okay. Alles klar. Noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber da kommen wir auch schon rein. Habt ihr das gehört? Yummy. Unglaublich, dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen so. Sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Und
Irgendwie hängen wir fest hier. So, komm her. Zack. Yummy. Das ist ja cool. So, den machen wir auch mal auf. Und hier hängen wir schon wieder leider fest. Mal gucken, dass wir hier irgendwie... Also hier mit den Gegenständen, da backt es noch ein kleines bisschen. Reiß den auf. Alles klar. Gut, ich guck mal kurz auf die Karte. Wir sind gerade, wo sind wir? Ich sehe unseren Pfeil gerade nicht. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Wir setzen aber unser Ziel dahin. Zu diesem Turm. Irgendwie war ich gerade ein bisschen blind. So. Dann können wir nämlich mal das nächste Gebiet schon mal optisch freischalten. Lalala. Kommen wir da hoch? Ach, okay. Warte, ich rieche etwas. Was zum Teufel? Eigentlich sollte er gerade absteigen. Alles klar, jetzt hat's geklappt. So, auf diesen Geisterschmiedeturm hüpfen wir mal rauf. Und schmieden den mal neu. Ich sehe den Sternenmond, das Ithildien. Sehe die Steine aus halb vergessener oder halb erinnerter Vergangenheit. Okay, hier sind die Machtsymbole, deswegen würde ich sagen, legen wir uns den mal noch als Ziel. Können wir vielleicht erstmal ein bisschen gucken, ob wir hier was mit den Duellen uns anschauen können. Menü verlassen. Okay, auf so einem Karagor zu reiten, ist schon ziemlich geil. Kommen wir bestimmt wieder nicht hoch, also müssen wir hier lang. Oh, was ist das hier für eine Pflanze? Erdenbrot. Hui! Fette Surfeinlage eben hier. Die Urukhöhlen haben wir hier entdeckt. Menschenhaut! Ich nehme deine Haut, Kerl. Atanak, der Hautabzieher. Aber du wirst nicht frieren. Tote frieren nicht. So. Ja, so viel dazu. Oh, in Ohr. Au, au. Heftig. Das ist der nächste. Ergib dich. Krupplig. Und ich werde vielleicht Gnade walten lassen. Krupplig, Menschenbrecher. So, zack. Vergessen, was? Hier wird's ja richtig voll. Das wird nicht zum... Wenn
Sekunde meiner Leben! Wir flüchten? Nein! Was? Hast du gerade erst angefangen? Ich bin noch gar nicht so weit. Jetzt ist er down. Den zeigen wir dir aber auch noch. Hinrichten. Boah, aua. Ja. Ach, da oben. So. Da haben wir noch einen. Komm her. Oh Gott, da ist ja die ganze Meute. Wir sammeln das mal kurz. Ey, du Wicht, ich hab dich gerade eingesammelt. Oh Gott. Na, ich würde vorschlagen, hier machen wir mal einen kleinen Sprinti. Von Daniel. Mann, 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 das sind ein bisschen viele. Mal schauen, ob wir hier sicher stehen. Ich hoffe es. Aber das waren, sind echt ein bisschen viele. Oh Mann. Ihr dummen Orks, ihr findet mich doch nie. Haut ab. Lasst mich in Frieden. Bring ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Was? Warum? Oh, Scheißdreck. Ah, das war gar nicht mein... Warum ist er aufgestanden? Verdammt. So, den Karagog lassen wir dann mal. Oh, oh. Haben wir Alarm ausgelöst? So, hier hoch. Und dann laufen wir mal. Da ist schon der Schmiedeturm. Südpass von Udun. Und das wird eine riesige Gruppe. Und da wäre auch der nächste Machtkampf dann. So, erstmal den Turm wieder hier. Wie Finger aus Silberglanz erstrecken sich die Türme in Saurons Land und vertreiben die Dunkelheit. So, zwei Gebiete fehlen uns noch, aber hier haben wir natürlich jetzt auch noch massig zu tun. Und wir gucken erstmal, dass wir uns hier irgendwie drum kümmern können. Um diesen Machtkampf. So, ich will hier rauf. Und bevor wir das anfangen, nehmen wir den mal noch mit hier. Jagd. Uuks machen in der Wildnis Mordors Jagd auf gefährliche Bestien, um sich zu beweisen. Bei einer erfolgreichen Jagd erlangt der Anführer des Jagdtrupps Macht. Mische dich in die Bestienjagd ein, um Saurons Armee zu schwächen. Annehmen. Schlag Bestien ins Gesicht! Luga, der Säufer. Gesicht schmeckt eh nicht gut. So. Du stehst uns allen im Weg. Genau das. Nicht gut genug, mein Gott, nicht gut genug. Ja. Oh Mann. Muss man aber aufpassen.
Aber Luca hat's hinter sich. Auch wenn der Todesstoß nicht von mir kam. Luca, der Säufer, wurde auf der Jagd getötet. Und wir machen hier noch kurz... Nee, warum eigentlich? Ach, sind sowieso schon alle down. Okay. Da kommt noch einer. So, komm her. Pam. Und zack, sind wir in Sicherheit. Da oben sitzt noch einer. Oh, war das etwa der Wurm? Super Markus, super Kaiji. Hast du ja mal wieder voll verkackt. Hier gibt es natürlich noch eine Stärke. Erstickender Schrecken, Stufe 4. Chance von 37%. Das war so schnell wieder weg. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Da vorne hätten wir aber noch einen. So. Brock der Zwilling. Von dem haben wir was erfahren. In Elitehauptmann. Ach so, nee, stopp, da war die Maus nur drauf. Sorry. Gorfell vom Schwarzen Tor. Denkt nach und plant. Boah, der sieht total wüst aus. Der sieht total verrückt aus. Der hat so ein bisschen was von einem Bullen, finde ich. Von so einem wilden Bullen. Anfällig für Schleichtodestöße, Anfälligkeit für Fernangriffe und er ist unbeholfen. Dafür Stärken sind Hassniederlagen, Hassbrandwunden, hinterhältig, furchtlos und Regeneration. Okay, das ist... Also, ich weiß nicht, ob das normal ist, wenn die mehr Stärken haben, dass die auch mehr Schwächen haben. Oder ist ein Zufall, aber das ist schon ein wilder Typ. Ziemlich wilder Typ. So, da vorne hätten wir nochmal eine Nebenmission. Was ist das? Wenn wir mal gucken... Aber die können erstmal abdampfen. So, eigentlich soll das hier sein. Was ist denn das für ein Zeichen? Ein Artefakt. Ach, hier. Diese Artefakte enthalten Erinnerungen an Mordor. Benutze Maustaste, um nach Erinnerungen zu suchen und drücke X, um sie zu enthüllen. Hm. Da ist doch was. Sprich es ruhig aus. Fëanor. Fëanor. Warum zwingst du mich dazu, Hilgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste. Sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kaib? Oder Weib? Weib? Ja, Hilgon. Ich bin dein. Okay. Ja, da bringt wohl jemand seiner holden Maid das Lesen ein bisschen näher. Und die Lesefibel eines Waldläufers haben wir jetzt hier gefunden. Okay,
Okay, geh mal raus aus dem Modus wieder. Wir gaben den Ausgestoßenen die Möglichkeit, Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Alles klar. Und während die Zeit für Mittelerde sammeln, machen wir hier ein kleines Folgenpäuschen. Und in der nächsten Runde schauen wir uns mal an, ob wir ein bisschen an der Hauptmission weitermachen. Also, ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, euer Kaizi.